Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Xenonauts 2. Ihr habt gesehen, ich habe einen kurzen Break gemacht, liegt aber daran, dass dies Teil 2 ist eines Streams. Und deswegen seid ihr auch hier, hoffe ich doch, mit mir zusammen Xenonauts 2 zu erleben. Ich springe in die nächste Runde. Und dann kann ich sie auch wieder heilen, meine Manneken. Feindliche Aktivitäten. Freundliche Aktivitäten. Gut, hat blutende Wunde. Leidet 5 Schaden. So. Wird sie in Raserei geraten? Ach du Schande. Du kannst dich selber heilen. So, dann würde ich sagen, du gehst da lang. Guckst in die Richtung. Warte mal. Okay, dann gehst du hier in Deckung. Okay, gut. So, dann hätte ich gern dich und du gehst dahin. Herzlichen Glückwunsch. 23. 16 reicht es nicht, also dann gehen wir gleich mit 23 ran. So, was hat er? 7? 8? Dann gehst du hier in Deckung. Zack. So, und jetzt du hast Raserei. Okay, wer hat den Nächsten? Wer ist am Nächsten? Hier, der hier. Der Scharfschütze. Du gehst hier. Wie weit komme ich? Was hast du? 37. Ich muss 37 übrig haben. 40. 40. Jetzt haben wir her, kurz gucken. Ja, sollte reichen. 40, ja? Ne, 40. Dann hier hin. Bitteschön. Echt jetzt verfehlt? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst? Besser konnte man doch nicht stehen. Meine Nase, so. Ich hoffe, das funktioniert. Da war nämlich jemand gestanden. Das sieht gut aus. 2 von 5. Was hast du noch? 28. Kann ich dich schießen? Nee, hast nicht genug. Nicht genug Power. So, dann würde ich aber trotzdem sagen, ich bewege dich hier hin. Da ist die Frage, wo bewege ich dich denn hin? Hier hin. Und gehst bitte in Deckung. So, der Nächste, der hier. Ach, komm mal hier rein. Da ist nix. Da ist auch nix. Dann gehst du hier hin. Gut, haben wir. Wie viel hast du noch? 14. 8, 2. 8 bleibst hier. Ist okay. Pass auf, der hier. Mal gucken, was dabei rauskommt. Zum her. War ja klar, dass es passiert. 4. Perfekt. Und einmal Deckung suchen. So, da ich das weiß. Mehr kann ich dahin. 12. So, jetzt lass mich kurz mal gucken. Ich müsste 2 rüber. Ich habe nur 11, das reicht uns nicht. So, dann bleibst du da hinten stehen. Gut. Du kannst praktisch hier hinten rum. 35, jetzt pass auf, auf Base. Kann ich eine Granate werfen? Was meint ihr, ob das funktioniert? 0%? Oder ob ich was will, brauche ich ihn da? 33, hat er noch 2? Ne, reicht nicht. Okay, dann werfe ich gleich. Komm, hat er keinen Wert hier. Wir hoffen, dass es funktioniert.
Okay, perfekt. Läuft. Der hat noch genug. Muss ich Runde beenden. Eine Runde beenden. So, gucken wir mal. Verfehlt, sehr schön. Verfehlt. Verfehlt. Da ist noch einer, sehr schön. Der ist hier in Deckung. So, freundliche Aktivitäten. Na, pass auf, dann hätte ich gerne dich. 61%, 23. So, dann gehst du bitte hier hin. Genau, das ist in Ordnung. Guckst du bitte in die Richtung. Da ist nichts. Gut. So, dann würde ich dich jetzt, weil ich weiß, dass der andere kommt, dich hier hinsetzen. Warte mal, hier. 48. Da ist sehr gut. Die Frage ist, ob ich jetzt den jetzt immer stehen lasse und den hier hierhin bewege. 42. Oh, der hat... Oh, der ist tot. Der hat durchs Fenster geschossen. Die sind beide tot. Oh, ich habe zwei Tote. Das ist ja übel. Der hat durchs Fenster geschossen. Und hat ihn sofort getroffen. WTF! So, die sind beide tot. Das heißt, ich muss gucken, dass ich dem jetzt irgendjemand nachziehe. Warte mal. Kann ich jetzt... Sehe ich den hier? 37 reicht nicht. Okay, halt. Ne, den da. Deckung kann ich nicht gehen. Boah. So. 38. 26. 4. Halt die Richtung gucken. Gut, dann bleibst du da. So, der hier. Welcher ist denn das? Der ist es. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich noch... Was ist das hier? Leuchtbombe. Gut. Okay, der ist soweit durch, denke ich. Da ist nichts mehr zu holen. So, ich muss jetzt aber definitiv... Warte mal. Da drüben ist noch 1, 2, 3 sind hier noch. 4, 5. Der muss hier auf jeden Fall rüber. So, der muss rüber. Du gehst dahin. 4 von 5. Ach, die können auch durch die Scheibe springen. Wusste ich nicht. Können auch durch die Scheibe springen. Das wusste ich nicht, dass du durch die Scheibe springen kannst. So, was haben wir hier? Die Scharfschütze. Der kann den holen. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich da hinkomme. Da ist relativ ruhig. Das ist sehr schön. Das heißt, ich könnte jetzt... ne, kann ich nicht. Muss ich die nächste Runde machen. So, du hier darfst auch hier lang. Warte mal, welcher Weg läufst du? Du läufst da lang. Ah, guck mal, der läuft durchs Fenster. Ah ja, guck mal, geil, läuft durchs Fenster. So, dann Runde beenden. 2 habe ich verloren. Oh. Der läuft weg. Wie viel habe ich denn noch? Wo läuft der hin? Der weiß nicht, wo er hinläuft. Okay. Wird gespeichert. Ich bin dran. So, pass auf.
Was hast denn du? Hast du eine Granate? Ja, viel Spaß. Was hast du noch? 34? Dann bitteschön. Ja. Okay, hier geht's lang. So, dann gehst du bitte hier hin. Sammelst ein. 7. Okay, bleibst da. Das ist okay. So, du gehst dahin. Sammelst ein. Und dann geht's, du gehst da lang. Weil wer weiß, ob da noch einer drin ist. So, der hier. So, geh mal dahin. Das sieht soweit gut aus. So, der holt den, der holt den. Wo ist der andere? Alter, der ist noch gar nicht fertig. So, wo ist der? Okay, der läuft, pass auf, du läufst, wo haben wir denn noch irgendwelche feindlichen Einheiten? Ich lauf mal, du läufst mal dahin. Okay, dann haben wir den hier. Ach, guck mal, der läuft zu Schiff, sehr schön. Geht nicht. Okay. Wieder was gelernt. So, Runde beenden. Jetzt mal gucken, ob es noch feindliche Einheiten gibt. Freundliche Aktivitäten. Sieht so aus, als hätten wir alles erledigt. Sieht so aus, als hätten wir es erledigt. Mal gucken. So, dann würde ich sagen, du. 19. Nimmst das hier mit. Okay. Kannst du das gleich aufsammeln? Ne, ist schon erledigt. So, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Mission abgeschlossen. Hieß es nicht, dass die Mission, ach so, so rum war es gemeint, wenn alle Feindlichen tot sind. Stimmt, so war das eigentlich gedacht. Ja, haben wir doch richtig gemacht. Ich habe aber 2 verloren. Aber dafür 9 Zivilisten gerettet. Und ich habe, glaube ich, genug Alien-DNA, um zu forschen. Was auch nicht schlecht ist. Ich muss gerade schnell einen Schluck trinken. Sehr schön. Also wir haben Verletzte. Verletzt, verwundet haben wir. Und wir haben leider 2 Tote. Das tut mir leid. Gefallen. Ah, nur einer ist gefallen. Ah, Gott sei Dank. Nur einer ist gefallen. Haben wir den nicht erst geholt? Den Quenta Asomo? Ne, den haben wir nicht geholt. Ne, den Alvaro haben wir geholt. Okay, gut. Na, dann ist okay. Annehmen. Verlorener Xenonaut. Jawohl. Getötete Alien 6 von 6. Ein Xenonaut haben wir verloren. Überlebende Zivilisten 0 von 0. Was? Die habe ich doch alle gerettet. Na gut, dann gib mal ein bisschen Gas. Sehr schön. Ressourcen Alien die Regierung. Meine vorläufige Analyse der geborgenen Alien-Ausrüstung Ausrüstung hier legt die umfassende Verwendung einer zuvor unbekannten metallischen Substanz nahe. Dieses superschwere Element ist eindeutig künstlichen Ursprungs, denn es ist zu massiv, um natürlich vorzukommen. Wobei, dem muss jetzt intervenieren, denn wir finden immer wieder in unserem Periodensystem Elemente, die noch schwerer sind, als wir es bisher gedacht haben. War, glaube ich, vor kurzem, ich glaube ein halbes bis dreiviertel Jahr, wurde auf irgendeinem Asteroiden ein spezielles Metall gefunden, also ein spezielles Element gefunden, was super schwer ist. Gut, da war ich. In seiner natürlichen Form ist es grundsätzlich instabil und kann somit nur in einer Legierung vorkommen. Die Eigenschaften dieser Legierung unterscheiden sich dramatisch, ganz nach grundlegenden Metallen, scheinbar aber von unglaublichen Stärkegraden bis hin zu Superleitfähigkeit zu reichen. Ein gutes Metall, würde ich sagen. Gutes, gute Legierung.
Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der Kern jedes Atoms so groß ist, dass die umherschwebenden Elektronen beinahe Lichtgeschwindigkeit erreichen. Deshalb wird dieses Element nicht von den bekannten Gesetzen der klassischen Physik bestimmt, sondern von den bizarren Möglichkeiten der Quantenmechanik. Das ist auch okay, nehme ich an. Man kann davon ausgehen, dass wir viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten für diese Alien-Legierung finden werden, wenn meine Forschung weitergeht. Da uns jedoch die Technologien fehlt, die selbst zu synthetisieren, müssen sie aufsammeln, was sie bei unseren Feinden finden können. Gut. Forschung zuweisen. Ah, läuft noch. Okay, das ist Xenobiologe, Wirkung 240.000 monatliche Finanzierung. Oh. Alien-Magnetwaffen. Oh, cool. So, die Einheit ist schon zurück. Dann gehen wir nochmal rein in unsere Basis. 6 Tage. Einen haben wir verloren, ne? So, die sind bald fertig, die Einheiten. Ich brauche hier einen neuen. Verlustliste. Da haben wir einen verloren. Der Feldwebel Genta Alanzo. Ne, was heißt der? Asanzo? Asanzo, genau. Japan. Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Purpurnes rotes Herz. Also Purple Heart. Ja, Purpur. Purple Heart. Okay, ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen lila Purple. Okay. Ist okay. Soldaten anwerben. Wir haben einen verloren. Ich würde den hier gerne. 66 die Stärke. 45. Den dann nehme ich. Anwerben. Kostet uns alles Geld, aber hey, es ist, wie es ist. So, was haben wir denn hier? Ausputzerleiche, Sektionenleiche, Ausputzermaschinenpistole. Kann man die nicht benutzen, oder? Lass mich kurz gucken. Kann man die benutzen? Module? Ah, Atemgerät. Das Atemgerät macht den Soldaten immun gegen Gasschaden aus der Umwelt. Ah. Ausrüstung. Also ich glaube nicht, dass wir... Lass mich kurz gucken. Das hier ist... Ah doch, Maschinenpistole. Ich habe mal wieder einen Knoten in der Zunge. Sekundärwaffe. Achso, das ist zum Betäuben. Sturm. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Sturm. Da kann ich nämlich betäuben. Da musst du aber, glaube ich, erstmal hinkommen, ne? Hauptfeldwebel. Hat schon einiges gemacht. Gesundheit, die müssen sich aber ein kleines bisschen ausruhen. So, das haben wir. Da kann man erstmal nichts machen. Und dann würde ich sagen, lass mal ein bisschen weiterlaufen. Ah, unsere Techniker im Humboldt haben die Arbeit der Wächterdrohne abgeschlossen. Genau, das kommt der hier dran. Ansonsten Leiche, haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Luftwaffe haben wir noch gar nichts gefunden. Die können wir irgendwo anbringen. Dropschiff. Okay, da gibt es nichts Neues. 6 Tage nach wie vor. Personal angekommen. Okay, Personalbildschirm. So, dann hätte ich gerne die Seahawk. Die Seahawk und ich habe halt nur 7 von 9. Das ist halt echt übel, ja. Scharfschütze, ich mache dich zum schweren Kämpfer. Warte mal, dich mache ich zum schweren Kämpfer. So, puh, guck mal, wie die hier mal richtig gelitten hier. Ich brauche noch eine Crew, das hat keinen Wert. Ich brauche einen Generator, plus 30 Power, plus Energiekapazität. Wo sehe ich denn hier? Achso, hier Lagerkapazität, 26, hier ist alles ausgepowert. Energie reicht uns nicht, also ich brauche hier einen Generator. So, das haben wir gebaut. Dann würde ich sagen, würde ich gerne eine Unterkünfte würde ich gerne bauen. So, Forschungskapazität 5 und Technikkapazität. Die könnte ich dann an sich, könnte ich da noch ein bisschen was bauen. Ich denke, mit der medizinischen Zentrum können wir einiges anfangen. Mit dem Trainingscenter wäre das nicht schlecht, weil Trainingskapazität haben wir halt 0. Ja? 14 von 0. Wie viel kriege ich denn hier? Trainingskapazität. 25 Energie. Guck mal an, 25 Energie. Da wird schon eng hier. 25 Energie. Unterkünfte brauchen 0. Medizinisches. Da ist es.
braucht 50, also 50 brauche ich mehr, da bin ich schon wieder bei 190. Ja. Unterkünfte brauchen nichts, dann bin ich schon wieder durch. Raketenbatterie braucht natürlich auch einiges an Energie. Der Hangar braucht erstmal gar nichts. Die Radarschüssel braucht einiges. Unterkünfte habe ich einmal gebaut. Den Trainingscenter, okay, lass mal so, wie es ist. Das heißt, wir haben 9, 4. Müssen wir gucken. Wie gesagt, wir müssen warten, bis die Sachen fertig sind. Vielleicht sind dann mit dem Medic Room, kriegen wir dann ein bisschen mehr Gesundheit rein. Dann sind wir eigentlich durch. Mehr können wir erstmal gar nicht machen. Lassen wir es laufen. Soldatenextrahierung. Gut. Die Ausputze versuchen, drei unserer erfahrenen Soldaten aufzuspüren, die den Fall der Atlas-Basis überlebt haben. Wenn wir schnell handeln, können wir sie vielleicht retten. Okay. Dann würde ich sagen, Missionsbriefing. Das haben wir schon gesehen. Okay, eliminiere alle feindlichen Kräfte. Wenn alle Xenonauts gestorben sind, haben wir verloren. You must leave enough empty slots in your dropship to recover 3 risks. Also, wir können nur mit 6 Leuten rein. Okay, jetzt gehen wir schnell hier ins... halt, hier im Personal. Hier muss einer raus. Schwerer Kämpfer. Warte mal, Schütze. Scharfschütze, schwerer Kämpfer. Schütze nehmen wir raus. Jetzt haben wir 6 Stück. Dann würde ich sagen, los geht's. Flugzeug starten. 6 Stück. Hier haben wir die Anzahl. Entschuldigung. Haben wir die Anzahl, dann würde ich sagen, Flugzeug starten. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nochmal was anzupassen. Schütze, Sturm. Boah, ist der, kann ich ihn abändern? Der ist ja echt schlecht. 92, warte mal. Soldat auswählen. Regeneriert, verfügbar. Was haben wir denn? 63. Ah, hier, die sind alle schlecht. Ne, okay, das ist... Ja, das ist wie so, das sind die... Oh, Gottes Willen. Oh Mann, ja, ist okay. Was ist das hier? Ah, das sind die hier, die kannst du auswählen. Die sind aber alle schlecht. Der hier, den Geschütze könnte man nehmen hier. Belastung, okay. Heavy Armor. Ah, das ist das hier, okay. Heavy Armor gibt es keine, das ist okay. Schütze, dich nehme ich, mit. Warte mal. Nein, will ich nicht. Soldat auswählen, das ist der Schütze. Wo ist er denn? Da unten. Den nehmen wir. Den nehme ich nicht. Genau. Ah, mit rechter Maustaste kriegen wir sie raus. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt 4 volle, 2 angeschlagene, aber wir haben Schütze, Scharfschütze. Sturm haben wir den hier, das sollte passen, denke ich, ja. Wir haben 6 Stück, nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 nehmen wir mit. Wenn alles gut läuft, sollte das funktionieren. Dropship starten. Luftkrieg. Außerirdische Flugzeuge im Kampf anzugreifen ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, denn selbst die ausgefeiltesten menschlichen Flugzeuge und Luftabwehrsysteme sind gegenüber der Technologie unserer Gegner weitgehend wirkungslos. Dafür gibt es verschiedene Gründe, aber die wichtigste ist, dass außerirdische Flugzeuge nur schwer erkennbar sind. Meine unermüdliche Arbeit an der Quantenradartechnologie ist der einzige Grund, warum unsere Organisation überhaupt in der Lage ist, UFOs aufzuspüren. Der Rest der Welt hat keine Ahnung von der vollständigen Größe, von der ständig größer werdenden Bedrohung. Doch selbst wenn wir unsere Ordnungsdaten weitergeben würden, wären die meisten modernen Kampfjets nutzlos. Ohne eine solide Ordnungsmöglichkeit für die UFOs sind die Raketensysteme wirkungslos. Sollten sie stattdessen versuchen, ihre Kanonen einzusetzen, würden sie nur in der Reichweite des starken EMPs kommen, der durch die Entladung einer außerirdischen Energiewaffe entsteht. Okay. Im Gegensatz dazu sind unsere X-25 Angel-Abfangjäger der ehrwürdige MiG-25 Foxbat nachempfunden.
Die elektronischen Systeme dieser Flugzeuge sind abgeschirmt, sodass sie den EMP einer Atomexplosion standhalten. Dadurch können unsere Piloten UFOs mit Kurzstreckenkanonen ungehindert bekämpfen. Beide sind jetzt in unserer Konstruktionswerkstatt verfügbar. Sie sind zwei neue Waffen, die wir erforscht haben. Eure dauernde Unterbrechung, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? 9 Tage, es ist alles 9 Tage. Aufseher Kampfrüstung. Weitere Untersuchung der Alien-Legion sollte die Anlage versetzen. Unsere konventionelle Rüstung mit Platten. Das da hätte ich gerne. Okay. Der baut jetzt der noch und dann ist erstmal hier Schluss mit lustig. Ah, hier, was haben wir hier noch? Ah, das sind die neuen Torpedos. Ja, okay, das sind die neuen Torpedos. Gut, wir gehen zurück. Wir sind ja, wollen jetzt gerade mal gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Ja, ja. Schließen. Ah, Basis anzeigen. Wir haben eine medizinische Basis. Hier geht's nach oben. Okay, das haben wir gemacht. Sehr schön. Gut, taktischen Kampf beginnen. Bin ich ja mal gespannt. Charlie 1 im Anflug. Ach, der Horst ist leer. Schauen wir einfach mal. Aber ich sehe aus dem Augenwinkel, dass wir schon ziemlich weit vorangeschritten sind. Wieder mit unserer Spielzeit. Ich würde sagen oder vorschlagen, dies ist eine bisschen kürzere Folge. Dann haben wir aber in der nächsten Folge den kompletten Kampf für uns. Was meint ihr? Oder wollen wir noch 3, 4, 5 Minuten machen und dann gucken wir einfach weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nach dem Fall von Atlas haben wir die Verbindung zu den Soldaten verloren, die auf der Operation, auf den Operationen unterwegs waren. Ich konnte den Kontakt zu diesem Team wiederherstellen, aber sie wurden abgeschnitten und die Ausputzer nähern sich ihnen. Säubern Sie den Bereich von Feinden oder bringen Sie sie zurück zum Dropschiff und starten Sie. Also wir werden auf jeden Fall den Bereich reinigen. So, pass auf. Ich habe, das ist der da hinten. Ich hätte gern dich. Ne, das ist schlecht. Dich, da hätte ich gerne. 30. Kriegen wir das da? Sehr schön. Guck mal an. So, pass auf. Was hast du hier hinten? Du hast ein Maschinengewehr. Pass auf, du gehst dahin. Okay, jetzt gehst du in Deckung. Dann hätte ich gern dich hier. Du gehst hier hinten hin. Ja, du gehst dahin. Darfst nochmal schießen. Na super. Oh Mann. So, pass auf, dann nehme ich dich jetzt hier. Das ist das Ernst? Warte mal. So, pass auf. Prozent. 24 braucht er noch, warte mal. 32. Bitteschön. Erledigt. So schnell geht es. So, dann den nächsten. Ah, das sind die. Ah, das ist unser Team Alpha. Okay, da ist welche. Halt. Nee. Die Richtung kann er gucken. In die Richtung kann er gucken. So, das ist die Karte praktisch, okay? So, du gehst dahin. Was haben wir hier? 35. Ich denke, hier kann auch noch einer versteckt sein, aber ich weiß es nicht. Ui, da ist er. So, dann gehst du hier hin. 50.
17, super. Super, reicht nicht. Den haben wir auch. Der blutet, den muss ich jetzt irgendwie verbinden, weil die haben keinen Heilpack. Ich hätte gesagt, hier ist keiner, aber weit gefehlt. Du kannst leider nicht weiter raus scrollen. Der Extraction Point wäre hier auf der Seite. Meine Vermutung wäre, wenn du hier lang läufst, ist da wahrscheinlich ein Zaun, du kommst hier nicht weit. Wir probieren es einfach, komm her. So, wo bist du? Du läufst auch mit. So, Scharfschütze. Oh, guck mal, ein Quad. Wie cool ist das denn hier? Feind entdeckt. So, wie viel Löffel hast denn du? 45, du brauchst 36. 40, 36, perfekt. Bitteschön. Oh Mann. Oh. Kreuzfeuer. Der steht mitten im Kreuzfeuer. Okay. Nicht genug Zeiteinheiten. Super. Das wird jetzt was geben. Lecco mio, ich wäre jetzt aufgerieben. So, Runde beenden, meine Freunde. Und dann ist es auch die Ende dieser Folge. Jetzt werden wir kurz aufgerieben. Gehabt. Hier ist noch einer. Alles freundliche Aktivität. Der flieht wieder. Oh oh, da war der. Okay. Wird gespeichert. Sehr schön. Also, wir haben nur einen, der verletzt ist. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ah, die haben sich gegenseitig geschossen. Okay. Wie gesagt, meine Freunde, wenn es euch gefällt. Oder euch gefallen hat bisher. Lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Immer gerne gesehen und vor allem auch gerne einen Kommentar. Ihr wisst, ich lese meine Kommentare, ich lese die Kommentare von euch. Und natürlich antworte ich auf eure Kommentare. Darf ich kurz gucken, geht es hier noch hoch? Ah ja, guck mal hier. Kann man hier nach oben gucken, aber ist okay. Gut, ja, wie gesagt, in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.